Wenn wir ja alle von Wertschätzung reden, wir wollen ja alle wertgeschätzt werden. Und Wertschätzung, das ist so, das sind auch in Studien, wenn du Leute fragst, was macht eine gute Führungskraft aus, dann kommt ganz oben immer, ja, Wertschätzung. Und wir wollen eben Wertschätzung. Ja, Wertschätzung. Was ist eigentlich Wertschätzung, bitteschön? Lieber Armin, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Leader Talk. Morgen, Georgi. Es Schön, war dass mir, du mich eingeladen hast. Ja, es war mir eine Riesenfreude, auch dein Buch zu lesen. Und ich kann dir ein Kompliment aussprechen. Das liest man nicht häufig, ja, sowohl aus der wissenschaftlichen Perspektive, aber auch aus der Perspektive der echten Realität, das richtige Führungsverständnis. Da würde ich gerne auch damit einsteigen und vielleicht die erste Frage loswerden. Was ist für dich überhaupt die wirksame Führung oder die richtige Führung? Oh, beginnen wir gleich schwierig. Ja, das sind die schwierigste Frage für mich. Ja. Oh, also wirksame Führung. Ich als Führungskraft wirke ich auf Menschen, oder? Ja. Also auf ihr Denken, auf ihr Verhalten. Ich glaube, das ist ein, wenn ich das nicht tue, dann muss man sich fragen, worum geht es mich überhaupt? Also eine soziale Interaktion, in der ich irgendetwas bewirke. So, und und diese Wirkung, die ist ja, soll ja in irgendeiner Weise auch intendiert sein oder bewusst. Ich glaube, wir werden oft das Wort bewusst auch nutzen heute in unserer Auseinandersetzung. Und wenn ich jetzt als Führungskraft nicht wirke, ja, dann werde ich meiner Rolle nicht gerecht. Ja. Das ist so nur eine ganz, ganz einfache grundsätzliche Annahme. Die Frage ist jetzt, in welche Richtung soll ich denn wirken? Die ist mal unbenommen. Und jetzt kommt mir die Frage, was ist denn das Richtige? Und es ist ganz schön, Georgi, dass du mich das fragst. Das Buch, ja, das richtige Führungsverständnis. Das klingt ja schon etwas anspruchsvoll. Selbstbewusst. Ja. Also viele haben dann, ich habe ja nochmal das richtige Führungsverständnis. Nein. Oh, jetzt kommt einer, der glaubt zu wissen, was richtig ist. Ja. Ja? Und was ist denn das richtige Führungsverständnis? Und dann ist meine Antwort immer, das weiß ich nicht. Ja. Du hast ein Buch geschrieben über das richtige Führungsverständnis, da muss man wissen, was richtig ist. Und du propagierst doch jetzt sicher ein Führungsverständnis, das sich abhebt von anderen Führungsverständnissen, wo du sagst, es gibt solche Führungsverständnisse, solche und solche, aber das ist das Richtige. So, und genau das tue ich ja nicht, ne? Also, genau, das fand ich charmant an deinem Ansatz, dass du das ganz anders betrachtest, ja. Ja. Und das ist das Schöne auch, also auch wenn ich mit Führungskräften zusammenarbeite, ja, dann werden die ja so eingeladen in einen Führungskräfte-Workshop, sitzen da zum Teil echt so ganz erfahrene Führungskräfte und die sitzen dann da so, mal schauen, was der Professor uns erzählt. Und die erwarten, dass ich denen jetzt sage, wie man führt und was man tun soll. Und na, weißt du, das Ganze, wie gibt man Feedback, wie geht man Konflikte um, wie motiviert man die Mitarbeiter? Ja, wie setzt man Ziele? Also. Und das, damit rechnen die und dann so nach einer halben Stunde merken die, nichts davon werde ich tun. Nichts davon. Ja. Was das richtige Führungsverständnis ist, das musst du selber rausfinden für dich. Und Leute, das wird nicht einfach. Ja? Du musst jetzt echt mal nachdenken, ja, reflektieren. Ja, aber wenn wir jetzt den Begriff reflektieren aufgreifen, was für mich sehr interessant war im Gespräch mit Professor Dr. Dörner, der auch Psychologe ist, der hat ja gesagt, dass Reflexionsvermögen hängt vom Selbstbewusstsein eines Menschen an. Wie viel Selbstvertrauen man hat, weil nur Menschen, die Selbstvertrauen zum Ausdruck bringen können, sich auch selbst in Frage stellen können. Und eine Reflexion bedeutet ja, dass man sich selbst in Frage stellt. Ja. Das ist richtig, das ist sehr smart. Ja. Ja. Okay, und das war auch so seine Begründung vom Kollegen Dörner? Ja, der sagte, es gibt ja zwei Gründe, warum die Führungskräfte scheitern, vor allem in einer komplexen Welt. Erstens, dass denen Selbstvertrauen fehlt, sich selbst in Frage zu stellen und Entscheidungen Unsicherheit zu reflektieren und vielleicht zu erneuern. Und zweitens, denen fehlt Fantasie.
Ja, okay, ja, Für neue Lösungsansätze, weil man ist manchmal in der Vergangenheit gefangen. Was früher als Erfolgsrezept funktioniert hat, heißt ja nicht unbedingt, dass das unter neuen Rahmenbedingungen auch funktioniert. ist richtig. Also interessanter Gedanke, danke dafür. Das ist echt interessant. Also Reflexion erfordert Selbstbewusstsein. Eine Überzeugung, dass man, was immer auch hinten rauskommt, einen nicht vernichtet oder kaputt macht oder schwächt, um es mal ein Genau, bisschen Armin. relativ auszudrücken, ja. Die Idee ist ja meistens, dass man sozusagen Ja. die Person von der Leistung trennt und sagt, wenn ich jetzt, ich meine, jede Entscheidung, die du triffst, trifft man unter der Prognosewahrscheinlichkeit. Und wenn du dann dich geirrt hast, dann ist das ja kein Thema. Das stellt dich als Person nicht in Frage, Nein, sondern nein, nein, das war die nein. Leistung. Und das können viele nicht, ja, die verbinden Ja, das zu ja, sehr. ja, ja, ja. Es ist aber eine Entscheidung, etwas, wo die vielleicht in gewisser Weise external ist. Ich entscheide über etwas, sagen wir mal, Ja. über ein Budget oder über verschiedene Verhaltensoptionen, ne, die so, sagen wir mal, Genau. außerhalb von mir liegen, unternehmerische Entscheidungen meinetwegen oder personelle Entscheidungen, ja. Während die Reflexion über das eigene Führungsverständnis jetzt ja schon etwas ist, was einen wirklich selbst als Person und seine Rolle und seine Position in einem sozialen System betrifft. Also da geht es auf der einen Seite schon um die inhaltlich fachliche, sachliche Ebene. Ne? Gleichzeitig ist es aber untrennbar von mir als meiner Person. Klar. Ist es damit verbunden. Ja? Und dadurch wird natürlich so eine Selbstreflexion nochmal vermutlich etwas gefährlicher. Ne? Also Ja, so ein spontaner Gedanke inspiriert von dem, was du gesagt ja, hast. Das genau, und finde ich deswegen interessant. Hey? Ja. da hast du absolut recht. Deswegen Selbstwertgefühl ist in der Hinsicht so wichtig, weil du Ja, ja, solltest eigentlich ja. in der Person unerschütterlich sein, dann bist du resilient und kannst auch scheitern, aber nicht als Person scheitern, sondern in deiner Ausführung. Deswegen fand ich das bei dir so faszinierend, dein Weg, das richtige Führungsverständnis über Rollenverständnis und Rollenmanifestierung oder Manifestation, ja, Manifestation, ja. Manifestation, meine Güte, das ist ein schwieriges Wort, zum Ausdruck zu bringen. Aber welche Rollen unterscheidet Manifestation. Manifestation, ja, man lernt da auch was. Aber welche Rollen Ja. unterscheidest du? Also ist tatsächlich so, Georgi, es gibt ja in den Führungstheorien, wir bekennen die ja alle, ja, so verhaltensorientierte Führungstheorien, beispielsweise Kontingenz, theoretische Führungstheorien, die am Ende ja immer auf ein Verhalten abzielen. Ja, du kannst dich so verhalten, du kannst dich so verhalten, ja, und so weiter. Und diese Führungstheorien haben ja sehr häufig etwas Normatives. Ne? So, das ist jetzt richtig und das ist das richtige Verhalten in der jeweiligen Situation. Und das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass jetzt ja eine Führungskraft konstant eigentlich nachdenken muss, was ist jetzt das richtige Verhalten in der richtigen Situation? Und das ist eigentlich unglaublich aufwendig. Ja, also wenn ich das durch so einen mentalen Entscheidungsbaum durchgehen soll, ja? Wenn das zutrifft, dann das, wenn die Leute motiviert sind, dann sie ja so, wenn sie nicht, dann so, und dann kommt zum Schluss raus, Jetzt entscheidet. ist die richtige Entscheidung. Okay, genau. Mechanistisch funktioniert das nicht immer. Ja, genau, so und das ist unglaublich schwierig und wahrscheinlich auch nicht nachhaltig und wahrscheinlich auch etwas, was kein Vertrauen aufbaut über die Dauer. Ja, so, ne? So, und eine schöne Alternative ist gar nicht so jetzt über Verhalten zu sprechen, sondern über Rollen. Ja, also Rollen. Und ich unterscheide vier Rollen. Ja. Das eine ist so, ich nehme die Rolle ich nenne es des Bosses. Ja, dann ist ganz einfach. Also Führung bedeutet für mich, wenn es eine Entscheidungsnotwendigkeit gibt, dann mache ich mir Gedanken, was soll man tun, dann sage ich A, dann sage ich A und dann machen die Leute A. Ja, oder, wir haben ein Problem, dann muss ich halt nachdenken, wie lösen wir das Problem und dann sage ich den Leuten, was zu tun ist. So, einfach ist der Boss, kennen wir alle. Ja, der Coach, die Rolle des Coaches, ja, besteht darin, möglichst viel Verantwortung auf die Geführten zu übertragen. Ja, eine typische Verhaltensweise ist zu sagen, schlag das vor.
Also, was würden Sie denn jetzt tun oder so? Ich lade zum Nachdenken ein. Nicht nur das, ich fordere es ein. Sag, bitte denkt nach. Der Coach. Du bist verantwortlich, du bist erwachsen, du bist groß. So. Man führt sozusagen zu der Lösung, die jemand selbst entwickelt. Das ist der Unterschied zwischen Ja, einem genau. Berater, der eine Lösung Richtig. sozusagen auftischt, Ja. und einem Coach, der die Lösung herauskitzelt, sozusagen. Ja. Herauskitzeln durch smarte Fragen, Ja. durch quälende Fragen, Ja. Nicht erzwingen, sondern sozusagen herbeiführen. Ja. herbeiführen, aber schon auch mit einer gewissen, also das ist eine sehr schwierige Rolle, ja, muss es Sehr. aushalten. Denk Und nach, mach geduldiger. das. Geduld, ja, Geduld. Geduld, ja, das ist ganz schwer durchzuhalten. Auch für die Geführten übrigens, die dann nicht selten die Führungskräfte schon sagen, ich sag's mir doch einfach, was du tun sollst. Naja, das wird dann wieder der Posten. Die Partnerrolle besteht darin, Verantwortung zu teilen. Ja? Also da bin ich eine Führungskraft, die sitzt mit im Boot, sitzt mit am Tisch oder wie auch immer man das jetzt nennt. Und sagt, wir müssen jetzt gemeinsam überlegen, was wir jetzt gemeinsam machen und was wir jetzt tun wollen. Also dieses Wir steht da sehr stark im Vordergrund. Ich habe eine, man kann auch sagen, eine aktive, moderierende, aber gleichzeitig beteiligte Rolle in dem Ganzen. Ne? Und das ist auch Augenhöhe. Teilen Diese Verantwortung. Doppelspitzen sind häufig sozusagen Partnerrollen, oder? Es gibt ja so der Untereinander, ja, Trend. also wer führt da jetzt wen? Die sind meistens, die sind Partner, müssen sie eigentlich. Die setzen sich zusammen, überlegen, was machen wir jetzt. Aber die Partnerrolle, die ich meinte, geht ja ein bisschen darüber hinaus. Und Im also auch Verhältnis zur Hierarchie. zum Verhältnis zu den Geführten. Ja, ein Dekan zum Beispiel kann meistens nur partnerschaftlich führen. Ja, das ist, genau. Und dann auch abstimmen zum Beispiel am Ende. Und sogar, und die Partnerrolle geht so weit, dass ich zum Teil auch Entscheidungen tragen muss, die jetzt nicht meine präferierte Entscheidung wäre. Also, wenn ich sage, ja gut, ich meine, wenn wir jetzt alle gemeinsam zum Schluss kommen, das ist die richtige Entscheidung. Ich finde es nicht so gut, ja. Ich hätte gerne das andere gemacht, aber gut, machen wir das. Ja. Das ist genuin Partnerrolle. Ja, sehr spannende Rolle übrigens. Anspruchsvoll So, auch. und die vierte Rolle ist die des Befähigers. Ja, das hören wir schon oft. Also wenn Führungskräfte sagen, meine Rolle besteht darin, sicherzustellen, dass die Leute das haben, was sie brauchen, um einen guten Job zu machen. Ja? Braucht ihr Geld, braucht ihr Räumlichkeiten, braucht ihr Netzwerk, brauchen wir andere Regeln, brauchen wir, also da geht es um, ihr macht den Job. Ja, und ich gucke, dass das alles so Und ich drumherum schaffe den läuft. Rahmen Ich schaffe den sozusagen. Rahmen, ja, so. Okay. Ihr seid die Heroes, ich schaffe den Rahmen. Und so eine Führungskraft, die wird nicht müde zu fragen, Leute, was braucht es denn, ja? Nicht aus der Nikolausrolle heraus, ne, sondern was braucht's und das sind so vier Rollen, die ich sehe. Frag mich nicht, wo ich die her habe. Wir sind irgendwann mal so, als ich das Buch geschrieben habe, unter den Erwartungen über das jährliche Mitarbeitergespräch, da sind mir die Rollen irgendwann nur so, wie es manchmal so ist im Leben, ja, so Erschienen, ne? erschienen, ja. Ja, ich Heute meine, das ist du ja machst so ein eine Ergebnis. Folie, du schreibst was. Das ist so, wie wenn du was schreibst, ja, dann machst du Gedanken so, und plötzlich ist sowas da. Und dann Das schaust du es an und ist denkst, vielleicht unbewusst. Wir haben hier über unbewusst, viel genau. Bewusstheit gesprochen. Das ist vielleicht Ja, das ist unbewusste unbewusst Ergebnisse auch. der Ja, Intuition, ja. absolut, absolut. Also, das kann man so her. Hat sich dann aber über viele Jahre bewährt und ich hab in der Arbeit, in der Praxis, ich bin schon auch viel in der Praxis unterwegs, irgendwie gemerkt, hey, das funktioniert. Ja, und Führungskräfte können damit arbeiten und die verstehen das relativ schnell und denken genau in den Kategorien. Und das ist manchmal so, ne? Das kennst du auch, Georgi, ne? Man entwickelt was, man sieht am Anfang gar nicht, welches Potenzial dahinter steckt. Und ja, und dann merkst du, Plötzlich diese macht's. Folie, das ist die tollste Folie, die ich je gemacht habe. Die funktioniert immer. Und das ist einfach toll. Wann habe ich die eigentlich entwickelt? Ich weiß gar nicht. Ich war plötzlich da. Und das scheint was zu sein, was wirklich virulent ist und funktioniert und nur so hat seine Berechtigung. Und Armin, wenn ich jetzt dieses Rollenverständnis aufgreife, dann würde er sagen, es ist selten nur eine Rolle, die notwendig ist oder
kennzeichnet, auch wenn ich zum Beispiel die Rolle des Bosses aufgreife. Ich denke, dass die klassische patriarchalisch geführte mittelständische Firma, wo ein Gründer oder der Nachfolger meistens einfach sehr viel zu sagen hatte und auch die Leute so herausgesucht und auch so ausgebildet hat, dass sie auf ihn hören und auf seine Anweisung warten. Das ist so üblich gewesen, ja. Früher mal. Ja, jetzt absolut. In der modernen Welt ist es ein bisschen schwieriger. Ja, ja, absolut. Also es ist meistens einen Rollenmix. Ja, also sagen, gewichte mal diese vier Rollen. Oder man könnte sich auch vorstellen, wie so vier, sagen wir mal, Register bei einer Kirchenorgel. Welchen siehst du mehr? Und Führungskräfte sind schöne Übungen, zu sagen, jetzt verteilen wir doch mal 10 Punkte auf die vier Rollen. Und dann sagt ihr immer, naja, also für mich ist so, ich bin halt schon primär Partner. In der Rolle fühle ich mich gut und das passt auch zu meinem Naturell und es passt auch zu den Gegebenheiten, zu der Führungsumwelt. Und dann, Coach liegt mir nicht so. Das erwarten die Leute auch nicht so. Etwas befähiger, ja, auch. Und dann noch so ein bisschen Boss. Na, das ist so mein Setup sozusagen. Ein schönes Wort, das bei Führungskräften immer auch so angenommen wird, ist so, was ist mein Default Setting? Ja, so, okay. So, wenn die Leute zu mir kommen mit einem Problem oder mit einer Idee oder irgendwas poppt hoch, eine Entscheidungsnotwendigkeit, dann wissen die Leute, dass wir uns zusammensetzen. Das wissen die. Das ist so mein Default Setting. So werde ich reagieren und das ist heute so, das ist morgen so und hoffentlich die Zukunft. Vielleicht ändert sich das noch, je nach Reflexion, aber Stand heute ist es mein Default-Setting, ja? Ja. Dass ich dann ab und zu mal je nach Situation dann vielleicht sage, so Freunde, ihr wisst ja, wir diskutieren das normalerweise aus, aber Leute, wir haben jetzt keine Zeit mehr. Jetzt und ich entscheide das jetzt. Warum werde ich es darf und so? Und dann können wir morgen wieder weiter diskutieren. Ne? Ja, total okay. Ich glaube auch bei solchen Themen, wo eine schnelle und manchmal schmerzhafte Entscheidung getroffen werden muss, dann ist die Rolle des Bosses, der auch die Verantwortung mit übernimmt, ist wichtig. Wir leben bei unseren Projekten, wo sehr viel Transformation, die auch schmerzhaft manchmal sein kann, entsteht. Wenn jetzt jemand in so eine Bossrolle hineinschlüpft, einige schaffen nicht, da hier rauszukommen und bleiben in so einem Firefighting-Modus zu lange drin. Und das stumpft die Menschen ab und irgendwann, du kannst 6 Monate vielleicht in so einem Modus laufen, aber keine 3 Jahre. Nein, auf keinen Fall. Die Leute hören auf zu denken. Ja. Und es gibt ja diesen Unterschied zwischen komplizierter Welt und einer komplexen Welt. Und in einer komplexen Welt kann man nicht alles wissen. Nein. Ja? Und da kannst du. Ja. Und diese sekundäre und primäre Rollen, das ist auch, was du mit Default Setting Ja, genau, ja, richtig. Also das ist mehr so die akademische Ausdrucksweise. Sagen, meine primäre Rolle ist so das Default Setting. Das ist so, wie ich normalerweise agiere. Ja. Und das sekundäre dann auch halt meine. So ein Default Setting, wie stark ist das auf die Persönlichkeitseigenschaften zurückzuführen? Wenn ich jetzt zum Beispiel Big Five oder Ocean Modell nehmen würde, würde man da irgendwelche Parallelen feststellen? Nee, das sind wir gerade mal forschen. Sind wir echt? Gerade, ja, klar. Also die Rollenpräferenz, wie hängt die zusammen mit den Big Five? Ja? Wir haben da schon so ein paar Hypothesen, das ist super spannend. Ja? Also natürlich zum Beispiel, nehmen wir mal so eine Dimension wie Agreeableness. Ja. Ich weiß nicht, auf Deutsch, Verträglichkeit. Verträglichkeit. Genau. Ja, es gibt ein bisschen blöde Begriff. Agreeableness gefällt mir besser. Also diese Agreeableness beschreibt ja eine Persönlichkeitsdimension, wo es darum geht, inwieweit stelle ich mein eigenes Interesse über das andere oder umgekehrt. Also Agreeableness heißt, ich stelle das Interesse anderer über mein eigenes Interesse. Also, das ist Agreeableness. Da unterscheiden sich Menschen und wenn ich jetzt zum Beispiel als Coach agiere, dann sollte ich schon ein hohes Maß an Agreeableness haben. Ich muss die Sichtweise meiner Geführten auch zulassen können. Und dann sagen, okay, gut, wenn du so vorschlagen würdest, interessant, ja, dann gebe ich dem Raum. Ja. Oder nehmen wir mal so eine Rolle wie zum Beispiel, also so eine Persönlichkeitsdimension wie Extraversion. Extraversion, das sind also Menschen, die hochladen auf der Persönlichkeitsdimension, nehmen Raum ein. Ja, die sind präsent,
wirken nach außen sehr, sehr stark. Sehr stark. Das sind die Leute, an die man sich erinnert nach einer Party. Und bei denen, die wenig laden auf Extraversion, da erinnert man sich gar nicht, dass die Person überhaupt da war. Man würde auch gar nicht hingehen. Ja, das ist gar nicht zu finden dort. Aber Armin, wenn ich jetzt das aufgreife, zum Beispiel bleiben wir bei Thema Agreeableness, ja, Verträglichkeit. Ich glaube, wenn man jetzt Frauen und Männer in deren Profilen psychologisch vergleicht, ist das eine der Dimensionen, die besonders stark ausgeprägt ist in Unterschieden. Das heißt, Frauen sind tendenziell mehr für Verträglichkeit und Agreeableness und Männer eher weniger. Jetzt Tendenzaussage. Das heißt auch, wenn ich jetzt Führungsverständnisse aufgreife und Rollen, dann würden bei Frauen die Ausprägungen tendenziell ein bisschen anders sein, schon per Personeneigenschaften? Ja, also auf jeden Fall. Also ist in der Tat so, also wir haben einen leichten Unterschied im Mittelwert in Bezug auf Verträglichkeit. Frauen sind verträglicher als Männer im Durchschnitt. Das heißt nicht, dass alle Frauen agreeable sind. Ich kenne etliche, die sind es gar nicht. Ich meine, es machen ja die Extreme was aus. Die Extreme machen es aus, das muss man wissen, genau. Also sobald man die Intergruppenvarianz ist nicht das Entscheidende, sondern die Intragruppenvarianz. Und in den Extremen habe ich dann, wenn ich mal wirklich schaue, wer sind die die Menschen, die am agreeablesten sind, ja, dann sind es fast nur Frauen. Und die unagreeablesten, das sind meistens die Männer. Ja, und deshalb sind die Knäste voller Männer. Genau. So habe ich es auch gelernt, ja. Ja, das ist und eine ganz einfache statistische Vergleich. Und ja, es ist so. Und wir haben nochmal eine Studie gemacht, wo wir 50 ambitionierte Frauen gefragt haben, sag mal, was müsste eigentlich sein, damit du gerne, ja, mit Freude und Eifer eine Führungsverantwortung übernehmen würdest. Was müsste sein? Ja. Mhm. Und da kommen so ganz spannende Faktoren. Eine davon war, ja, dass sie eben gerne die Rolle des Coaches oder des Befähigers einnehmen wollen, dürfen, können, sozusagen. Ja. Weil sie sagen, in dieser, wenn eine Unternehmenskultur so beschaffen ist, dass von mir der Boss verlangt wird, ja, was aus meiner Erfahrung viele Frauen unbewusst glauben auch, obwohl es vielleicht oft gar nicht richtig ist, ne? So diesen Anspruch, ich muss jetzt der Boss sein, ich muss auf jede Frage eine Antwort haben, ich muss auf jedes Problem eine Lösung bringen. Falsch, oft wird das gar nicht verlangt. Das ist so eine spontane Rollendefinition, wo immer die auch herkommt. Tatsächlich wollen sie lieber als Coach agieren oder als Befähiger. Und das geht wahrscheinlich mit dieser Agreeableness einher. Ich finde das eine ganz interessante Erklärung in diese Richtung. Ja, und das ist sehr wertvoll. Ja, ja. Und das ist sehr wertvoll, weil eigentlich, wenn du die besten Leute suchst, dann solltest du die zur Entfaltung befähigen und die nicht permanent sozusagen anweisen, was sie zu tun haben, weil Steve Jobs sagte, glaube ich, auch, wenn du die besten Leute findest, solltest du die auch arbeiten lassen und auch wenn er, glaube ich, selbst eine Bossrolle sehr, sehr genossen hat. Ja, absolut, absolut. Er durfte das auch, weil er war schon auch in gewisser Weise genial. Also die Bossrolle hat gewisse Voraussetzungen. Ja, und ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, gegen diesen Mainstream, der immer sagt, Boss ist böse. Ja, ist nicht das, was du sagst, Georgi, ja. Aber wir kriegen das so ein bisschen mit, ne? So, heute müssen wir doch alle Coach sein und Boss ist böse, Reiche. Ich sage, Moment. Es gibt Settings, Führungsumwelten, da ist Boss genau die richtige Rolle. Und zwar, eine Voraussetzung ist, dass ich tatsächlich eine fachliche Überlegenheit habe. Ja, das ist ein klassischer Meister. Ja. Wenn ich häufig unter Zeitdruck bin, ja, so ist das. Also denk mal, Rettungsdienste, ja, Feuerwehr und so weiter. Du hast da gar keine Chance partnerschaftlich, glaube ich jetzt mal, ja, im OP. Ja. Also glaube ich jetzt mal, das ist das Stereotyp, ich war da noch nie drin. Es ist ja mal spannend, mit einem Chirurg zu sprechen, welche Führungsrolle er oder sie da als geeignet sieht. Aber es gibt einfach manchmal Rahmenbedingungen, die erfordern den Boss. Und weißt du, Georgi, wo ich aus meiner Erfahrung die ausgeprägteste Domäne gefunden habe, wo es noch so richtig reinrassige Bosse gibt. Was würdest du sagen? Sag mal, was würdest du sagen, Georgi? Das so richtig reinrassige Bosse, wo es gar nichts anderes gibt.
Nein, 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 überhaupt nicht. Der wollte dich nur provozieren, ja, aber das was, hätte sein können, ja. Das, das muss echt nachdenken, wo das so wirklich noch im Militärbereich ist das Militär auch, glaube, vielleicht. Ich habe hier auftragsbezogene Führung, das ist ja vor allem die deutsche Militär. Könnte das sein, da bin ich zu weit weg bei Guerillakriegen. Kirche vielleicht, ja, das kann sein. In der Küche. Ah. Der Chef. Okay. Ja. Okay, ja, ich verstehe. In einem Restaurant, da hast du. Vor allem, wenn sie unter Stress laufen, ja. Da hast du Bosse, du. Echt. So richtig Reinkultur. Ich habe mal einen Vortrag wenn man Schubeck, über Gastronomie. Wenn man Schubeck einmal erlebt hatte, noch bevor er sozusagen seine Probleme hatte, ja, das war faszinierend, wie er mit Menschen umgegangen ist. Ich musste sagen, da müssen die Mitarbeiter aber auch leidensfähig sein, um so einen Boss zu ertragen. Ja, absolut. Das war nicht nett, das zu beobachten. Also mir war es ein bisschen, so Fremdschämen war auch mit dabei, ja, wie er sie behandelt hat, die Leute, war nicht schön. Nee, super spannend. Was du bist ja auch im HR-Bereich wirklich führend und du hast echt ein paar Aufsätze geschrieben, die mich sehr beeindruckt hat und auch zum Nachdenken gebracht hat. Und du hattest einen Begriff für mich geprägt, den ich ja dann auch ein paar Mal benutzt habe, Corporate Nanny. Das heißt auf jeden Fall, bei LinkedIn hat man das Gefühl, dass man einen eindeutigen Trend zu Corporate Nanny hat. Kannst du vielleicht das aufgreifen? Ja? Siehst du das auch so, Georgi? Ich sehe das auch, ja. Ja? Das, ich meine jetzt nicht unbedingt die Äpfel und Kicker, aber grundsätzlich nicht mehr partnerschaftlicher Umgang mit den Mitarbeitern, sondern man hat das Gefühl, dass einige, ich meine, LinkedIn ist ja schon eine Blase, ja. Und das, was man da so liest, denkt man, okay, muss das sein? Die Menschen brauchen Selbstwirksamkeit. Und du brauchst einen Rahmen zu schaffen, wo die Selbstwirksamkeit entsteht. Aber es kommt nicht auf einen Apfel an. Ja. Also, ganz interessante Frage ist ja, könntest du auch stellen, so Personalleiterinnen und Personalleiter. Sag mal, bist du der Meinung, man sollte den Menschen in den Mittelpunkt rücken? Sagen wir mal, ja, na, so ein Vortrag. Sagen wir mal, welche Meinung ist, dass Menschen in den Mittelpunkt rücken? Sagen wir, gehen alle hoch. Ja, super. Jetzt könnte man darüber diskutieren, sagen wir, den Kunden in den Mittelpunkt. Aber egal. Naja, Menschen in den Mittelpunkt rücken ist schon mal nicht verkehrt. Und dann ist die zweite Frage, was bedeutet das denn? Und ich habe jahrelang, ich will nicht sagen gekämpft, aber versucht zu argumentieren, eine Perspektive auf das Human Resource Management zu bringen, wo man den Menschen in den Mittelpunkt drückt. Ich habe da das Buch geschrieben, Neue Personalstrategien zwischen Stabilität und Agilität. Und im Gegensatz zu dem häufig sehr bevormundenden, standardisierenden, prozessualen HR, wir müssen doch auch mal über ein HR nachdenken, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst Verantwortung für sich übernehmen. Ja, also für ihr Lernen, für ihre Entwicklung, für das Gewinnen neuer Kolleginnen und Kollegen und so weiter und so fort. Und das ist ja so ein Begriff, der ist so, schreiben wir offen auch mit Empowerment. Ja. Leute, den Leuten vertrauen, dass sie erwachsene Menschen sind, Verantwortung übernehmen. Und auch sie so behandeln, wie Erwachsene. Sie so behandeln. Und das sind Leute, die wollen erfolgreich sein, die wollen besser sein als der Wettbewerb, die wollen gewinnen. Und das ist so ein Menschenbild, ja, dem ich sehr vieles abgewinnen kann. Ja. Und jetzt entsteht aber ein anderes Verständnis von Menschen in den Mittelpunkt rücken, ja, das mir Sorgen bereitet. Ja, und das ist so eine Art egoistische Variante, ja. Da steht ein anderes Menschenbild im Mittelpunkt, nämlich die Idee des der Mitarbeiter als verletzliches Wesen. Ja. Der Mitarbeiter, den man schützen muss. Wohlbefinden steht ganz stark im Vordergrund. Und für das Wohlbefinden ist die Umwelt verantwortlich, die anderen, ja, der Mitarbeiter als Kunde des Unternehmens, na, in Klammer Employee Experience, der muss sich wohlfühlen, zufrieden, und man muss denen was bieten und so. Und jetzt diese ganze Melange, die da sich so aufbaut, ja, diese ganze materialistische Melange des Verwöhnens und Kümmerns, ja, die insgesamt würde ich mal so den Namen geben, ist so die Nanny Company, ja, also wo diese Vorstellung, die ich jetzt sehr grob nur mal so
so beschrieben habe. Und diesen Label würde ich in diesem Unternehmen geben. Ja, oder gibt es ganz viele Themen, die da hochpoppen. Georgi, das ist alles spannend. Ne? Psychologische Sicherheit. Ja. Das ist so ein schönes Thema. Können wir mal drüber reden. Natürlich auch das ganze Thema der Woke Culture, ne? Die natürlich, wo das subjektive Erleben vor dem objektiven Tatbestand steht, sagen, wenn du dich diskriminiert fühlst, dann wurdest du auch diskriminiert. Und diese Emotionalität, das Subjektive steht im Vordergrund. Ja, das sind alles so diese Dinge, die gerade so über uns hereinschwappen. Ja, und ja, so Einzelthemen, wir sind noch können nicht, wir mal ein paar rausgreifen. Es kommt noch mehr. Ich meine, die Amerikaner sind da schon ein bisschen weiter und wir folgen denen in der Hinsicht leider auch ein bisschen später. Was für mich sehr spannend war, nochmal zu erfahren, dass in den vielen Studien bei der Frage nach Zufriedenheit der wesentliche Faktor für Mitarbeiterzufriedenheit war die Frage des Impacts. Welchen Beitrag leiste ich zum Erfolg des Kunden und des eigenen Unternehmens? Das ist das, was einen befriedigt, weil man möchte sozusagen wirkungsvoll sein. Und da kommt es nicht drauf an, ob da ein Kicker steht oder nicht, wenn ich umhüllt werde, aber selbst keine Wirkung entfaltet. Das ist ja, die Funktionslust der Menschen wird damit nicht befriedigt, ja. Also da, Georgi, da sprichst du genau den zentralen Punkt an. Ja, ich glaube, das ist genau da. Und da lohnt sich, dass wir da mal kurz drüber sprechen, weil das ist so ein elementarer Punkt in der Diskussion. Also du nennst es Impact. In der Psychologie gibt es Konstrukte, die damit in Beziehung stehen. Das eine ist das Thema der Selbstwirksamkeit. Genau. Ne? Albert Bandura, also Selbstwirksamkeit, beschreibt den eigenen Glauben, etwas bewältigen zu können. Mhm. Ja. Dann das Thema Locus of Control, das geht zurück zur Foto. Ja. Also diese Idee, kann ich selbst etwas verändern? Bin ich selber Schmied meines Glückes sozusagen? Mhm. Ja. Oder bin ich Opfer? Ja. Und diese Dinge sind ganz entscheidend. Und tatsächlich ist es so, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und Leistung, so wirklich. Ja, ganz, ganz marginal nur. Und selbst da ist die Kausalität ja unklar. Ja, also wirkt vielleicht Erfolg auf Zufriedenheit, nicht umgekehrt. Ja, klar. So, was aber ganz entscheidend ist, ist dieses Erleben der Selbstwirksamkeit und der internalen Kontrolle. Ja. Kann ich etwas gestalten? Und die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, das immer objektiv unattraktiv ist. Ja, also wirklich. Denken wir mal an so Bereiche wie zum Beispiel Pflege, ja, Logistik oft, ne? LKW-Fahrer, überhaupt der ganze Gesundheitsbereich in weiten Teilen, mhm. Und. Da haben wir oft objektiv brutale Arbeitsbedingungen im Einzelhandel. Also unmögliche Arbeitszeiten, körperlich belastend, physisch belastend, Bezahlung nicht toll, Karriereaussichten sehr überschaubar. Und jetzt wundern wir uns manchmal, mit welcher Überzeugung, mit welcher intrinsischen Motivation die Leute da oft unterwegs sind. Inbrunst fast schon. Inbrunst. Ja. So. Auch im Handwerk übrigens, ne? Handwerk, Werkstolz, das habe ich gemacht. Ja. Schau es an, ich mache ein Foto. Was hast du gemacht? PowerPoint, okay, gut. Also dieses Erleben, ich kann was gestalten, ich kann was verändern, ich kann etwas bewirken, ich sehe am Ende des Tages ein Ergebnis. Das sind die Dinge, woraus Zufriedenheit und Glück gemacht ist. So. Mhm. Und es hat nichts zu tun, so wie du sagst, Georgi, mit Bällebad, Vacation, mit Obstkorb und Kicker und so weiter. Das hat damit nichts zu tun. Ja, ja was? Und wir sollten den Leuten mehr Verantwortung zutrauen, ja, und auch Belastbarkeit zutrauen. Ne? Ich glaube, sind beide Fan des Begriffs der Antifragilität. Genau. Ganz, ganz genau. Großartig. Das lag dir gerade auf der Zunge. Ich sehe es ja. Ja, ja. Ich meinte jetzt auch aus der Perspektive, wir haben ja über diese Woke-Kultur gesprochen. Ich meine, die sprechen ja den Menschen die Selbstverantwortung ein bisschen ab.
Ja, weil man dann einfach sagt, okay, ich weiß, was für dich richtig ist und du bist ein Opfer. Und das ist, Sigmund Freud sagte, für viele ist es, Leiden ist einfacher als Handeln. Ja. Und Leiden ist einfacher als Handeln. deswegen ist das, Das ist smart. kommt ja nicht von mir leider, aber es ist okay, ich kann es auch sehr gerne die klugen Menschen annehmen. Und im Handeln liegt auch die Lösung für sehr viele Dinge. Und das ist das, was man auch immer vor Augen haben sollte, dass ich die Verantwortung für mich zuerst habe und nicht warten muss, bis jemand etwas herbeiführt. Ich beobachtete jetzt, ein Kollege von uns hatte einen Vorschlag gemacht, dass wir eine zentrale Signatur einführen können, die man nicht selbst permanent ändert, weil es passiert ja immer wieder in der Signatur und sagt, es gibt ja die Möglichkeiten, das zentral aufzugreifen. Und wir sind super dankbar, wenn solche Vorschläge kommen. Und vor allem, wenn wir dann nach ein paar Wochen das tatsächlich umsetzen, das ist natürlich auch für die Menschen super spannend zu sehen. Wenn man mit einem Vorschlag kommt, wird man ernst genommen und wenn das sinnvoll ist, wird es auch umgesetzt. Und ich glaube, das ist viel mehr wert, als permanent die in diesem Corporate Nanny-Modus zu betätscheln, aber am Ende des Tages nichts anderes bieten zu können. Absolut, absolut. Bin's bei dir. Ja, Ja. es Und ist schön. Was ich bei dir auch super fand, ja, das ist ein Spruch, Kunden bezahlen nicht dafür, dass wir uns chronisch lieb haben, ja. Ja, es ist doch so, oder? Ich Ja. meine, guck mal, das, was ihr macht, Georgi, und auch was ich mache, oder was wir alle machen doch sollten heute, ist doch, wir haben es mit komplexen Problemen zu tun. Mein Gott, und wir wissen, die komplexen Probleme kann der Chef nicht allein lösen, sollte man nicht. Es wäre riskant. Wir müssen doch mit dieser Widersprüchlichkeit, mit den Dilemmata, mit allem, was Komplexität ausmacht, müssen wir doch zurechtkommen. Wir haben natürlich eine psychologische Neigung, uns das schnell lieb zu haben, den Konsens zu suchen. Harmoniebedürfnisse. Ja, auch Groupthink zum Beispiel ist so ein als Gruppendenken, dieses, jetzt haben wir schon so lange an dieser Lösung gearbeitet, die muss doch jetzt auch richtig sein und jetzt wollen wir da auch keinen Widerspruch mehr zulassen. Also, und der Betriebsrat hat auch schon ja gesagt. Und jetzt, das ist hochriskant, ja. Wir müssen doch streiten. Wir müssen doch hadern, ja. Also ich meine es nicht im Sinne von Verzweifeln, ja. Wir sollten alle sehr optimistisch sein Aber die kreative aber Reibung, ja, die die muss da sein. kreative Reibung, der Dissens, und Ja. ich erzähle in dem Zusammenhang gerne die Geschichte, ja, weil wir ja alle von Wertschätzung reden. Wir wollen ja alle wertgeschätzt werden. Und Wertschätzung, das ist so, das sind auch in Studien, wenn du Leute fragst, was macht eine gute Führungskraft aus, dann kommt ganz oben immer, ja, Wertschätzung. Und wir wollen eben nur Wertschätzung. Ja, Wertschätzung. Was ist eigentlich Wertschätzung, bitteschön? Und da erzähle ich gerne eine eigene Geschichte. Als ich irgendwann mal an der Uni Mannheim, so in halber Strecke war meine Doktorarbeit, ja, hatte ich die Chance, den Status in einem Kolloquium vorzustellen. Da saßen dann also Uni Mannheim echte Koryphäen, muss ich sagen. Also ein paar, ein ganzer Haufen Professoren, die saßen da und ich habe da meinen Status vorgestellt, einigermaßen selbstbewusst, wie ich damals war. Ey, Georgi, die haben mich auseinandergenommen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und also mit dem Seziermesser und einer sprachlichen Gewalt und einer Klarheit haben die mich so richtig filetiert. Besser. Und der eine, dann der andere. Und ich stand da vorne und ey, irgendwann war das Ding rum und ich war zerstört. Ja. Dann war das Ding vorbei und die Leute. Manche Professoren kamen vorbei, haben die Hand geschüttelt und gesagt, herzlichen Glückwunsch weiter so. Und ich dachte, hey, gerade eben hast du mich noch klein gemacht. Und dann hat mich mein Doktorvater, damals Walter Bungert, zur Seite genommen, hat mal eine Zigarette geraucht und hat gesagt, Harming, ich weiß, das war jetzt echt hart. Aber das war die höchste Form der Wertschätzung, die du in deinem Leben erleben wirst. Wow, Wertschätzung. Ja. Was heißt Wertschätzung? Hey, das waren Koryphäen und die haben sich eine Stunde lang in die tiefsten Tiefen deiner Theorie und deines methodischen Vorgehens reingedacht und haben ihren kompletten frontalen Kortex verwendet. Ja? Und zwar über eine lange Zeit,
Du hast dich mit deinen Gedanken auseinandergesetzt. Lebenszeit investiert, ja. Lebenszeit investiert, kognitive Energie investiert. Die haben das langsame Denken angeschmissen nach Kahnemann. Ja. Nicht nur schnelles. Nicht das schnelle, ja, finde ich cool und so, ja, ne, super weiter. So, nee, die haben alles reingeworfen. Und das ist Wertschätzung. So, und dafür bezahlen uns unsere Kunden. Mhm. Nein, das ist eine schöne Geschichte, ne? Also und das werde ich nie vergessen, ja. Und ich glaube, sollten wir uns vielleicht mal auch wieder rückbesinnen, dass Wertschätzung heißt, sich zu reiben. Ja, ich meine, Konflikt ist häufig eine Lösung. Ich habe jetzt einem Lehrgang in der Mediation einen super Begriff für mich wieder herausgefischt: Allparteilichkeit. Allparteilichkeit, das ist, normalerweise denkt man, dass ein Mediator neutral ist. Ja. Aber ein Mediator, wenn er wirklich gut ist, ist allparteilich. Das heißt, der möchte nicht neutral sein, der möchte jede der Parteien besser machen. Das heißt, er möchte für eine Win-Win-Lösung sorgen. Und das war für mich so augenöffnend, allparteilich. Das ist wenn man auch als Boss, Coach, Partner, egal welche Rolle man hat und also eine Entscheidung herbeiführt, dann sollte man so in diese Allparteilichkeit denken. Also im Sinne von alle Parteien, genau, Allparteilichkeit. Allparteilichkeit. Im Sinne der Allen, sozusagen. Ja, 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 das Gemeinsame. So ist das. Ja, und ich fand das super spannend, weil das ein bisschen diese Neutralität verlässt und die Allparteilichkeit aufgreift und wo ich das bei dir gelesen hatte, auch mit den Kunden, dass die im Fokus stehen, weil am Ende des Tages die Rechnung bezahlen, ja, heute und morgen. Und was mir auch bei dir aufgefallen ist, du hast ja einen anderen Bezug zu Thema Leistung und auch zu Thema Leistung einzelner Mitglieder. Du hast ja sich mit dem Thema beschäftigt, auch du hast die Botschaft, jedes Team braucht einen Messi. Mhm. Ja. Und braucht oder hat, ja. Oder hat, ja, je nachdem. Ja. Also diese Gleichmacherei ist auch nicht immer gut. Ja, ja, also ich meine, ja, absolut. Das ist das berührt eine ganz spannende Thematik, auch wenn wir zum Beispiel über Incentives sprechen und so. Ja. Aber wir können doch nicht mehr so einzelnen Leuten einen besonderen Bonus zahlen, weil jetzt wissen doch, es ist nur ein Team und wir haben alle gemeinsam und hat doch jeder gleichermaßen und überhaupt individuelle Leistung gibt es doch gar nicht. Es gibt nur Teamleistung. Ich auch, ja. Also, weiß nicht. Ja. Also, das gibt ja dieses Grundgesetz der Natur, das auch im Pareto-Prinzip rüberkommt. Oder das Price-Gesetz, sorry. Mhm. Derek Price, ja, der gesagt hat, nehme aus einem Team die Wurzel der Teamgröße, ja. Also, nimm mal, du hast 9 Mitarbeiter. Ja. Die Wurzel davon ist 3. Und 3 erzeugen 50% des Gesamtbeitrags. Das kann man jetzt nicht so 1:1 übertragen. Aber das ist so eine Feststellung, die er auch aus der Wissenschaft gesehen hat. Er hat zum Beispiel gemerkt, wenn ich mal so meine 100 Postdocs mal angucke, dann haben ganz viele einen Artikel geschrieben. Ganz viele nur ein und dann etliche 2 und dann so ein paar 3 und dann so ganz wenige 4 und dann gibt es einen, der hat 8. Mhm. Ja? So, und wenn du mal guckst, auf wen verteilt sich eigentlich so 50% der Leistung? Eine Wurzel der Gruppengröße. Und die hat immer 50%. Das heißt, also diese Pareto ist ja 20-80. Hier ist es sozusagen, ein Wurzel hat 50% in etwa. Ja. Genau. Das ist so das Gesetz. Ne? Man muss mit aufpassen, bei welchen Aufgaben das gilt. Das gilt vor allem bei additiven Aufgaben. Ja, so. Und das haben wir überall in der Gesellschaft. Also auch, 90% der Zuhörer, Zuhörens von Podcasts, entfällt auf wahrscheinlich 10% aller Podcasts oder noch weniger. Ja, wir haben immer dieses Verhältnis. Das ist im Gesetz. Und es ist ja eigentlich so und das ist eine Grundidee. Auch das, sagen wir mal, des Marktverständnisses. Ja? Wenn jeder tut, was er kann, ja, und alle beitragen, dann wirst du immer Unterschiedlichkeit ernten. Mhm. Ja, und dann gibt es sehr leistungsstarke und dann gibt es halt die große Mitte und die schwache. So. Ja. Ja? Und das ist schon immer so und das war schon immer so. Und deshalb dich. Und diese besonders hohe Leistung bringt den Messi im Team.
achte auf die ganz besonders. Mhm. So. Und das ist halt die fünf und ganz wichtiges Prinzip. Was für uns interessant war, ich meine, diese Frage, die Motivation und Bonifizierung, die du auch aufgreifst, ja. Ich meine, Pink, und ich bin ja großer Fan von Dr. Sprenger, wie viele inzwischen, die meinen Podcast hören, wissen. Und es gibt ja auch klare Botschaften, dass man mit dieser Bonifizierung eigentlich nicht immer das erreicht, was man möchte. Das heißt, wir haben jetzt auch in unserem Unternehmen keine individuelle Bonis, sondern es gibt ja nur entweder Teambonis oder die Beteiligung am Erfolg des Unternehmens. Nichtsdestotrotz haben wir die persönliche Leistungsentwicklung, die wir natürlich monetär mitentlohnen, mit jährlichen Gehaltssteigerungen. Das heißt, in einer Beratung sind diese Gehaltssteigerungen, das heißt, zwischen 5 und 25 Prozent bei Beratern. Ja. Das muss man, das macht man auch noch mehr. Und da können wir diese Leistung entsprechend auch einwerten. Aber mit diesen individuellen Zielvereinbarungen, das haben wir alles aufgelöst. Also wir haben nur Fixgehälter in der Hinsicht. Nee, das ist vielleicht ganz smart. Ne? Spannend zu sehen, wie sich das bei euch entwickelt und was es macht. Also ich weiß nicht, wann war nochmal Dan Pink? Wann war das? 2006, 2007 Jahre. Das ist schon ewig. Ja, schon länger her, 16, ja, so. Ne? Ja, und ich finde ja diesen TED-Talk von Dan Pink, das ist genial. Ja. Also, das habe ich auch gar nicht mehr sagen. Ne? Ist eigentlich großartig. Und der große Fehler, den Pink macht, ist, dass er das Thema Motivation zum alleinigen Kriterium erhebt. Mhm. Ja. So, und da hat er ja recht mit dem, was er beschreibt. Und das ist eigentlich so eine Erkenntnis, die kennen wir schon seit den 70er Jahren, dass bei Aufgaben mit der hohen Sicherheit, also wo sehr klar ist, das Ergebnis repetitiv, ist. Und über den Hinkommen repetitiv, dass da eine variable eine leistungsabhängige Vergütung super funktioniert. Also wenn ich Leuten sage, hey, umso mehr Äpfel du sammelst, desto mehr Geld bekommst du, sammelst einfach mehr Äpfel. Das finde ich das nicht mal. Während bei kreativen, komplexen Aufgaben, die häufig auch Teamsaufgaben sind, da passiert genau das Gegenteil. Das ist der Over-Justification-Effekt. Aus einer intrinsischen Motivation plus eine extrinsische, das ist halt nicht gut. Und da geht die Motivation runter, sobald man anfängt, dafür zu bezahlen. Und das wissen wir. Ja? Und ist also einer der ganz wenigen Bereiche eigentlich in der Arbeits- und Organisationspsychologie, wo man wirklich sagen kann, jetzt so richtig schön erforscht. Gesicherte Erkenntnisse, kann man sagen. Ja, also, ja, gesicherte Erkenntnisse gibt es ja nicht, aber das ist schon gesicherter als so manche andere. Und jetzt haben wir uns alle auf das Thema Motivation gestürzt. Ja, und gesagt, ja, Motivation. Aber Motivation ist ja nur ein Thema. Das andere Thema ist das der Akquisition. Jetzt haben ganz viele Unternehmen Dan Pink gesehen. Okay, wir schaffen jetzt alles, was mit Leistung zu tun hat, ab, weil bringt eh nichts motivational. Ja. Und plötzlich nach ein paar Jahren merken sie, die besten Vertriebler haben das Unternehmen verlassen. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hätte man eigentlich gleich sagen können. Ja. Also jetzt Vertriebler sind ein spezieller Fall. Ja, Vertriebler sind monetär motiviert. Das ist so, weil ihr Job besteht darin, Geld anzuschaffen, denken in Geld. Es soll werden, wenn Vertriebler da nicht an Geld denkt, ist schlechter Vertriebler. Also eben also, außer in bestimmten speziellen Situationen, wo Kreativen, da denkt jetzt wirklich an den Kartoffelverkäufer, an den Autoverkäufer. Mhm. Das andere Thema ist das der Akquisition. Ich muss die Leute auch halten. Und ich muss sie gewinnen können. Und da spielt Geld eine Rolle. Ja, ich muss auch gleichzeitig eine Fairness anstreben. Genau. Ja, weil nichts ist demotivierender als mangelnde Fairness. Ja? So ist es. Und dann muss ich aber auch nur schauen, dass das Gehalt sozusagen die soziale Dynamik im Team nicht gefährdet, sodass sozusagen plötzlich aus einer gewünschten Kooperation Wettbewerb wird. So, das sind also Motivation, Akquisition, Fairness und soziale Dynamik. Alle vier muss ich berücksichtigen. Und das führt häufig zu Dilemmatösen, sagt man so, ja, also zu Dilemmata. Ja, so ist das. Worauf setze ich? Wenn ich jetzt meine Besten im Team besonders belohne, dann kann es zu einem Wettbewerb führen. Mhm. Ja. Soziale Dynamik leidet. Wenn ich es nicht tue, habe ich ein ganz anderes Problem. Fairness-Problem. Motivieren muss ich den Leistungsstarken nicht, der ist motiviert. Ja. Aber ich verliere ihn möglicherweise.
Genau. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, wo ich sage, Leute, wir müssen hier auch ein bisschen ganzheitlicher denken. Ja, das klingt jetzt banal, aber wirklich, wir müssen mehrere Faktoren denken, nicht nur Motivation. Und es ist nicht einfach und vor allem, es hat viel mit Psychologie zu tun. Wir sind nicht auch mit Finanzen. Wir sind auch sehr gespannt, wie es sich bei uns entwickelt. Wir haben aber jetzt den Fehler vermieden. Wir haben einfach die maximal erreichte variable Komponenten immer zugunsten der Mitarbeiter in die Fixkomponenten geswitcht. Das heißt, wir haben nicht Grundgehalt gelassen, sondern wir haben alles, was davor sozusagen als individuelle variable Komponente erreicht wurde über die letzten 3 Jahre, wir haben immer das Maximum genommen, damit wenn jetzt, sagen wir, strittige Entscheidung war, wurde die bewusst zugunsten der Mitarbeiter gelöst. Das heißt, auf jeden Fall dieser Fairness-Gedanke, der wurde damit sofort mit abgegolten und wir sagen, jedes Jahr gibt es eine Weiterentwicklung und da wird die persönliche individuelle Leistung mit eingepreist. Aber man muss nicht dafür irgendwelche Formulare ausfüllen und eine Zielvereinbarung, die dann hier runtergebrochen wird und dass man ein formalistisches Monster noch erschafft, um das alles zu verfolgen und das ist eigentlich dann nur Bürokratie und wie man schön sagt, da Sprenger, den zitiere ich auch gerne, die Hauptaufgabe der Führung ist, Demotivation zu vermeiden und nicht Motivation zu fördern. Ja, es, alles motivieren ist demotivieren, sagt er. Ja, ja, so ist er, der Sprenger. Ja. Armin, vielleicht noch eine interessante Frage jetzt, da du im HR-Bereich schon extremst viel Erfahrung und auch Schnittstellen erlebt hast. Diese Frage der Generationen und Generation Z, ich meine, es gibt ja unglaublich viele Berater, die inzwischen uns helfen, Generation Z zu verstehen. Aber gibt es Unterschiede? Kannst du das sehen? Ist das tatsächlich der Fall? Also es gibt kaum ein Thema, wo die wissenschaftliche Grundlage, ja, und die, ich sag mal, die anekdotische Erfahrung so weit auseinanderklafft. Ja. Also Generation Z, wann sind die nochmal? Die sind, also das sind die, die Jüngsten sind das jetzt. Glaub, ja, 2000. In 2000 bis jetzt. 2010, so. Ich glaube, die sitzen bei mir im Hörsaal auch. Ja. Die sind nicht mehr bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ja, nicht mehr sie leisten sehr Social Media süchtig. Die verlassen das Haus nicht mehr. Sind, sagen wir mal, dann fällt schnell auch mal so ein Begriff wie zumindest mal Narzisstoid. Narzisstoid, okay. Also so eine coole Begriff. Die Mischung. So, und irgendwie scheint es so zu sein, dass wir da wissenschaftlich das so nicht abbilden können. Also dass auch da wieder gilt, wir hatten es ja vorhin schon, dass die Intragruppenvarianz eben deutlich größer ist als die Intergruppenvarianz. Also die Menschen, die jetzt in dieser Altersgruppe sich befinden, unterscheiden sich untereinander sehr, sehr deutlich. Und die systematischen Unterschiede zwischen den Menschen sind eigentlich marginal bis nicht sichtbar. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir uns wahrscheinlich Gedanken machen über die Wirkung gesellschaftlicher Entwicklungen auf gerade diese Generation. Weil ich meine, natürlich wissen wir, dass die Menschen, die heute 20 Jahre alt sind, unter anderen Rahmenbedingungen aufgewachsen sind als Menschen, die heute 40 sind oder 60. Mhm. Ja, und es wäre ja naiv zu glauben, dass diese Besonderheiten dessen, was passiert ist in einer Lebensphase, das keine Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie man sich und die Welt wahrnimmt und seine Beziehung zur Welt. Ja. Und also das ist eine spannende Frage. Ja, ich meine, ist auch eine Frage, wie die Saturiertheit auf die Menschen wirkt. Weil ich meine, als ich nach Deutschland vor 23, 24 Jahren kam und vor 20 Jahren in der Firma begonnen hatte, hatte ich ja nichts.
Ja, ich war extrem hungrig. Ich kam aus Usbekistan. Ja, ich kam sozusagen in ein Land, wo der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich glaube auch fest an Deutschland. Und meine Kinder wachsen natürlich ganz anders auf. Und da war für mich die Frage, wie kann ich jetzt deren Hungergefühl aufrechterhalten und das nicht durch Überfluss an allem ersticken lassen. So, für mich war die Entscheidung, okay, Vorbilder, Eltern und nicht in allem komplett saturiert aufwachsen lassen, aber für mich war die Entscheidung Sport, ja, und das auf einem guten Niveau, damit die tatsächlich diese Selbstwirksamkeitserwartung auch treffen können, ja, und aus eigener Kraft. Und ich bin mir ziemlich sicher, für viele Eltern sind die Kinder so Projektkind, ja, weil man viel älter die Kinder in die Welt setzt, man ist selbst schon erwachsen. Also meine Eltern, ich meine, meine Mutter war 17, als ich zur Welt kam, es waren selbst Kinder. Das kann man ja mit jemandem, der jetzt 35, 37 ist, nicht vergleichen, ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gibt Unterschiede, aber so in dem Ausmaß glaube ich auch nicht, ja. Wir müssen uns, glaube ich, mehr über gesellschaftliche Das glaube Entwicklungen ich auch, ja. Gedanken machen. Was passiert da gerade? Es gibt natürlich solche Dinge, ja, es sind zunehmend Einzelkinder, ja. Das, die Eltern sind schon mal deutlich älter, also es sind auch mal viel erfahrener und ne, projizieren möglicherweise mehr auf ihr Kind. Hoher Anteil von Kindern, die nur von den Müttern erzogen werden, also von alleinerziehenden Müttern, ja, also keine Väter. Das Ganze kombiniert sozusagen noch mit Entwicklungen Corona. Die Apokalyptik, die Der letzten apokalyptische Generation, Erwartung ja. einer der letzten Generation, wir werden eh nicht mehr alle lange hier sein, weil unsere Welt wird ja verbrutzeln und ich kann eh nichts daran ändern, ja. Überhaupt, also diese ganze Mischung, ja, ist nicht gut. Ist nicht gut. Und ich mache mir da eher Sorgen um die Jungs als um die Frauen. Ja, ich meine, man merkt auch, dass man zurzeit in der toxischen Masculinity immer angegriffen wird. Ja. Und ich fand das jetzt faszinierend. Es gab jetzt wieder einen Beitrag, wo eine Langzeitstudie ausgewertet wurde, wo man wieder die Unterschiede zwischen Mutter- und Vatererwartungen betont wurden. Und das wurde dann richtig angegriffen. Wie kann man sowas überhaupt abdrucken? Weil das nicht dein eigenes Weltbild, und du hast gesagt, zwischen anekdotischer Wahrnehmung der Welt und wissenschaftlicher Wahrnehmung liegen leider manchmal deutliche Unterschiede. Ja, es ist so, ist so. Nee, Armin, aber vielen Dank, waren jetzt ein paar echt spannende Erkenntnisse. Ich freue mich immer, mit so hochintelligenten, erfahrenen Menschen zu reden. Vielleicht ein paar Fragen zum Schluss, die ich immer wieder stelle. Vielleicht die erste Frage: Gab es ein Buch in den letzten Jahrzehnten, das dich maßgeblich geprägt hat? Es muss kein Sachbuch oder es kann auch ein Roman sein oder Fantasybuch, keine Ahnung, was. Gibt es etwas, was spontan dir einfällt? Also, es gab ein Buch, das hat mich damals veranlasst, unter anderem Psychologie zu studieren. Okay. War von Reumar von Ditfurth. Der Geist fiel nicht vom Himmel. Der Geist will nicht. So was. Das ist sozusagen ein Buch über die evolutionäre Erkenntnistheorie. Ja, das ist die Art und Weise, wie wir denken, Okay. durch die Evolution entstanden. So, und deshalb heute so ist, wie sie ist. Ja, nicht um sozusagen die objektive Erkenntnis, die objektive Wahrheit wahrzunehmen, sondern eben um zu überleben. So. Und es war so in der Tradition auch damals Konrad Lorenz, die Rückseite des Spiegels und so weiter. Das fand ich unglaublich klug und spannend. Wow. Das Buch kann man jetzt leider, glaube ich, gar nicht mehr kaufen. Ich weiß nicht. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen mehr ins Fachliche geht, da fällt mir jetzt doch ein Buch ein, das ich jedem empfehlen würde im HR. Das beste HR-Buch, das je geschrieben wurde, ja, ist mittlerweile, kann man es ziemlich genau sagen, 63 Jahre alt. Ja, und wurde geschrieben von Douglas McGregor.
the human side of enterprise. Okay. Das ist das HR-Buch. Okay. Das hat mich unglaublich, das war mein Vorbild. Und über 60 Jahre danach immer noch hochaktuell? Absolut. Er behandelt genau die Themen, über die wir heute diskutiert. Wow, okay. Er spricht über Entlohnung, er spricht über Performance Appraisal, er spricht über Motivation, er spricht über Führung und unglaublich klug. Ja, einem Post natürlich damals, der Douglas McGregor gehörte so ein bisschen in die Familie der humanistischen Psychologen, also Carl Rogers, Abraham cool. Maslow und so weiter. Und er war halt derjenige, der einen sehr starken Anwendungsbezug hatte in die Wirtschaft. Und insofern würde ich sagen, ist einer der prägendsten Vordenker einer humanistischen Arbeits- und Organisationspsychologie. Aber das ist aus einer naiven Brille. Also, ja. Super spannend. Echt klug, wirklich klug. Also ja, also das Buch fällt mir ein. Okay, super. Dann die nächste Frage, Armin. Was würdest du den 20-jährigen Armin jetzt mit deiner ganzen Lebenserfahrung empfehlen? Oh, das geht über meine ganzen Lebenserfahrung. Ja, ich meine, so sag, wir haben hier viel über Reflexion ja, okay. gesprochen. Wenn du sag, ja, ja, natürlich. Ja. Gibt es etwas, wo du ihm sagst, das hilft einem jungen Menschen mit der Erfahrung, die man jetzt gemacht hat, sehr? Das ist einfach. Das ist einfach. Übernimm Verantwortung. Okay, Selbstverantwortung. Ja. Übernimm Verantwortung. Sei verdammt nochmal nützlich. Dann, und ich meine jetzt nicht, du musst jetzt nicht das Klima retten. Ja. Könntest eh nicht. Aber in der Familie, jemand wird krank, sei nützlich. Ja, ja, in deiner Klasse, sei nützlich. In deinem Semester, sei nützlich. Schön. Ja, übernimm Verantwortung. Und wenn die Frage ist, wer macht das, heb die Hand. Im Unternehmen, mach dich nützlich. Übernimm Verantwortung. Ja, also im Kleinen wie vielleicht im Großen. Das ist die beste Grundlage, um zu lernen, ein glückliches Leben zu leben. Und auch, und das ist nicht zu unterschätzen bei jungen Leuten, sie erfahren, wo ihr Talent liegt. Ja, ich meine, das sage ich auch meinen Studenten immer. Eine der zentralen Fragen des Lebens, die sehr schwer ist, ist die Frage, wo hast du Talent? Ja. Du kommst ja nicht mit einem Beipackzettel zur Welt, wo draufsteht, Georgi, herzlich willkommen in dieser wunderschönen Welt. Dein Talent ist das, das und das. Zugewiesene also Punkte. Genau. Ja, genau. Du wirst ein toller, wirst du ein toller Berater sein, du wirst ein toller Interviewpartner sein. Also mach was draus. Ja. Nein, du musst durch Schmerzen und durch Reflexion musst du dich da durchs Leben kämpfen, um irgendwann mal dieses Ding zu finden, was dir die Natur oder Gott oder ja, oder was du hat. Selbst vielleicht entwickelt hast, ja, am Ende des Tages, ja, auch durch Fleiß. Finde ja. das. Ja, super, super spannend. Finde das, verdammt. Und das machst du, indem du dich bewegst, indem du Dinge, indem du dich ausprobierst in verschiedenen Bereichen. Also ja, meine Art, übernimm Verantwortung. Sei nützlich. Ich höre jetzt sehr, sehr viel raus, auch was ich jetzt mit Reinhold Messner im letzten Gespräch hatte. Das war so faszinierend. Die Persönlichkeit ist wirklich sehr bewegend. Und der hat ich meine, für ihn war es super spannend. Wie findet man einen Sinn in der Nutzlosigkeit? Ja, weil so ein Berg besteigen ist ja absolut Eroberung des Nutzlosen. Da kann ich jetzt auch anschließen und fragen, was ist für dich der Sinn des Lebens, Armin? Oh, Georg, ich hätte gehofft, du fragst. Doch, das ist ja Standardfrage inzwischen. Ja. Die Leute warten drauf. Ich könnte es mit einer Gemeinfrage kontern, ja. Georg. Ja? Definiere Leben. Das heißt, das Leben ist für mich wie eine Fahrradfahrt, ja. Das heißt, wenn du jetzt aufhörst zu fahren, verlierst du die Balance und fällst. Das heißt, Leben ist so wie ein bisschen wie ein Fluss. Und der fließt, mit dem zunehmenden Alter habe ich das Gefühl, fließt immer schneller.
Ja. Und man kann nicht Nein. zweimal in den gleichen Fluss einsteigen. Das kann man auch so vielleicht aufgreifen. Okay, also ich höre aus dir aus, dass du nicht im biologischen Sinne, warum leben Dinge? Da gibt es ja, Darum geht glaube es ich, dir gar nicht, weil keinen da ist die Antwort schnell da, da ist gar kein Sinn. Das ist einfach. Sinn geben. Ich meine, warum ich die Frage stelle, weil inzwischen weiß ich, dass wir eigentlich für unseren Sinn selbst verantwortlich sind. Ja, und wie geben, Ah, das ist ja, deswegen heißt ja okay. Sinngebung. Ja, wie geben. Dem Leben den Ja, Sinn. Ja. ja. Also, ich glaube, die Antwort auf die Frage hat sehr viel mit der ersten Antwort zu tun. Sei nützlich. Also, aber die Aussagen, also ein objektiver Sinn gibt es nicht, Gibt's ja. nicht, nein. Und wir können uns natürlich reduzieren auf die biologische Sichtweise zu sagen, naja, der Sinn des Lebens ist sozusagen, die Gene zu verbreiten, ne? A chicken is a eggs meant to produce another Ja, egg. genau. So, ja, aber es geht ja um Sinngebung, Sinnerleben. Das ist ja das, was du meinst. Und das kommt durch Verantwortungsübernahme. Also die Sinnerlebung findet statt, indem ich etwas für andere tue. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Ich weiß nicht, ob da Reinhold Messner widersprechen würde, wenn er, ich glaube, allein durch die Antarktis Ja, geht. der war mit dem Fuchs, Arne Fuchs, der war nicht alleine, ich glaube, das wäre Selbstmord. Aber der hat ja, Okay, Armin, der ja. sagte ja, das ist ja das Faszinierende, er hatte ja nichts Nutzvolles, ja. Und der hat den Sinn einfach in dem gefunden, was er gemacht hat. Und in hier und jetzt, deswegen spricht er auch interessanterweise nicht von einem gelungenen Leben, sondern von einem gelingenden, von einem gelingendem Leben. Das heißt, in hier und jetzt etwas zu tun, was mich mit dem Sinn erfüllt. Und das muss auch gar nicht so richtig nutzvoll sein, sondern es muss sinnvoll sein. Und das ist, wie du sagst, in der subjektiven Wahrnehmung. So, ich fand das wirklich Interessant. faszinierend. Und das, ich meine, der Sprenger sagt ja auch, du gibst den Dingen einen Sinn. Nicht der Arbeitgeber, nicht die Politik, nicht die Schule, sondern du bist dafür verantwortlich. Deswegen bin ich auch bei dir. Die Selbstverantwortung beginnt bei mir. Ja. Man sieht darüber nachdenken, Ja, und aber das ist eine anspruchsvolle Frage, Okay. Armin. Ich Jetzt sehr anspruchsvoll, ja, tue ich mich ich schwer danke dir mit. herzlichst. Das war mir eine Riesenfreude, mich mit dir austauschen zu Ja, auch können. Georgi. Waren sehr, sehr spannende Ja. Themen. Danke dir. Ich danke dir ganz herzlich, Georgi. Danke für die Super. Gelegenheit. Danke.